Frau Hanke, Sie haben einen behinderten Sohn, der von Seiten der Behörden Ihnen abgenommen worden sind, mit der Begründung, Sie könnten mit ihm nicht umgehen oder nicht erziehen. Sie haben daraufhin die notwendigen Ausbildungen gemacht, die das Amt gefordert hat. Was ist passiert? Ja, ich habe diese Ausbildung gemacht und habe das auch alles eingereicht, aber ich habe bis dato meinen Sohn noch nicht zurück in den Haushalt bekommen. Jetzt ist Ihr Sohn volljährig. Das heißt, normalerweise könnte er dann auch selber bestimmen, dass er nach Hause kam. Was ist passiert? Es ist so passiert, dass er einen rechtlichen Betreuer bekommen hat, einen Berufsbetreuer. Und auch in der Einrichtung, wo er bis dato lebt, sagen, dass die Kinder, also behinderte Kinder, nicht in das Elternhaus zurück können, weil sie sich ja mit 18, also normale, gesunde Kinder, auch aus dem Elternhaus lösen. Und man würde dann als Mutter das ein behindertes Kind zu überbehüten. Es kam ja auch der Vorwurf, dass Ihr Sohn nicht selbstständig sein könnte. Wenn man ein Kind abnimmt und in einem Heim reinsteckt, ist es eigentlich die Aufgabe des Heimes, das Kind dahin zu bringen, dass es auch selbstständig leben kann. Und Ihr Sohn ist nicht so behindert, dass man sagen kann, er kann das überhaupt nicht alleine. Nein, also überhaupt nicht, weil es sind widersprüchliche Sachen gelaufen. Mein Sohn wurde dato, also für mich ist es ein Wegsperren gewesen. Er durfte die Einrichtung nicht selbstständig verlassen. Im Gegenteil, meine Meinung ist, dass er da eben so Kleinkind gehalten wurde. Es wurde keine Verselbstständigung dato in dieser Einrichtung gemacht. Die Verselbstständigung fängt eigentlich erst an, seitdem er in einer Fördergruppe untergekommen ist und wenn er besuchsmäßig Urlaub oder Wochenendbesuche bei uns in der Familie zu Hause sind. Jetzt hat Ihr Sohn ja einen amtlich bestellten Vormund bekommen. Sie sind quasi enthoben worden und dürfen über Ihr eigenes Kind nicht mehr bestimmen. Wer hat das veranlasst? Das ist eigentlich so übergegangen und das hat die Einrichtung veranlasst, dass ein Berufsbetreuer genommen wird, weil sie das nicht mögen, dass die Eltern diese Betreuung machen. Weil mir wurde in einem Gespräch gesagt, die Eltern würden kommen und zusätzlich die Betreuer da in dieser Einrichtung noch belasten mit Fragen und etc., also wo man Behördengänge und so machen kann. Der Betreuer hat jetzt veranlasst, dass das Kind nicht nach Hause darf, dass es jetzt ganz volljährig ist. Als Volljähriger jetzt in eine andere Einrichtung kommen muss. Das bedeutet, Ihr Sohn wird keine Möglichkeit haben, überhaupt jemals im Elternhaus leben zu können. Nein, bis dato nicht. Ich hoffe ja, dass jetzt ja auch ein Gerichtswechsel stattfindet und wir jetzt nochmal denn auf diesen neuen Betreuungsgericht versuchen, ihn doch nach Hause zu bekommen. Was uns, wie gesagt, bis dato nicht gelungen ist, weil für mich auch sehr, sehr schlimm war, dass jetzt von der alten Einrichtung gesagt wurde, man muss eine Übergangseinrichtung jetzt sehen, wo er denn Zeit seines Lebens verbringen muss. Wie kann sowas noch angehen? Ja, das darf eigentlich nicht angehen, das muss man ganz deutlich sagen. Eltern, die Unterstützung brauchen bei der Erziehung ihrer Kinder, müssen diese Assistenzleistungen bekommen. Also ich kann den Einzelfall nicht beurteilen, aber ich kann sagen, dass sowas nicht sein darf, weil das natürlich zum Schaden nachhaltig der Mutter sein wird und auch zum Schaden des Kindes. Für ein Kind ist es in der Regel, bis auf gravierende Ausnahmefälle, die will ich gar nicht bestreiten, aber es ist natürlich in der Regel besser, bei den Eltern aufzuwachsen als in einem Heim. Also insofern, das darf nicht sein. Den Einzelfall kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Brauchen wir unbedingt noch so viele Heime oder kann man nicht sagen, man setzt den Eltern eine Person dazu, die den Eltern behilflich ist, damit sie mit diesen behinderten Kindern richtig umgehen können? Wir haben ja Fälle wie in Amerika oder in anderen Ländern, wo dies funktioniert. Ja, also der Meinung bin ich auch. Die Eltern müssen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um ihr Kind zu Hause zu betreuen.
es ist immer noch so, dass gerade in schwerwiegenden Fällen, wenn wir uns Kinder anschauen mit schwerst Mehrfachbehinderung, dass der Weg in stationäre Einrichtungen ein zu leichter ist aus meiner Sicht. Für jedes Kind gilt, dass es ein Recht haben muss, bei seinen Eltern betreut zu werden. Und natürlich ist es schwierig, mit Kindern umzugehen, die eine besonders schwere Beeinträchtigung haben. Die haben einen höheren Unterstützungsbedarf, einen Pflegebedarf. Aber da steht der Staat in der Verantwortung, den Familien die Unterstützung, die die Familien brauchen, auch zu geben. Meiner Meinung nach wäre das auch der günstigere Faktor, weil Einrichtungen und das Personal verschlingen wesentlich mehr Geld, als wenn man eine Fachkraft den Eltern zur Seite stellt. Genau, das sagen wir auch. Und also da kann man auf die Diskussion im Moment um das Bundesteilhabegesetz verweisen. Da reden wir ganz viel über die Ambulantisierung, ambulant also vor stationär, zu Hause vor stationären Einrichtungen in dem Fall, den wir gerade diskutieren. Und kommen natürlich zu dem Schluss, dass die Orientierung am Einzelbedarf für uns aus unserer Sicht auch die einzige Möglichkeit ist, am Ende wirklich Kosten zu sparen. Aber ich sage auch, Sozialpolitik darf sich nicht von vornherein an Kosten orientieren, sondern wir müssen gucken, wie ist der Bedarf, was wollen wir haben sozialpolitisch, und dann muss man am Ende gucken, wie bringen wir das Geld zusammen, das wir für die Erfüllung dieser Zielsetzung brauchen.